Ein Mädchen spielt im Süden Chinas mit seinem Roller, eine vermeintlich völlig harmlose und alltägliche Situation. Doch dann nähert sich von hinten ein Affe. Er schleicht sich an das Kind heran und dann springt er das Mädchen unvermittelt an. Er packt sie an den Haaren und schleift sie davon. Ein Mann wird rechtzeitig auf die gefährliche Lage aufmerksam und kann sie vor dem Affen retten, berichten lokale Medien. Das Mädchen trägt Kratzwunden und einen großen Schreck davon. Entstanden seien sollen die Überwachungsaufnahmen am 19. April. Medienberichten zufolge soll schon mal ein Mann in der Region von Affen verletzt worden sein. Eine versuchte Entführung habe es aber noch nicht gegeben. Die Behörden gehen demnach davon aus, dass der Affe zusammen mit Artgenossen in der Nähe der Wohnhäuser lebt. Man versuche jetzt, die Tiere zu fangen, um die Sicherheit wiederherzustellen. Bislang konnten der Entführer und seine Bande sich aber gut verstecken und der Festnahme entziehen.